Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Michtin 2 DE Prios. Ja, ich habe euch schon ein bisschen was Schönes aufgenommen. Kann man eigentlich so irgendwie Last Chance Mixtape nennen oder so? Auf jeden Fall, jetzt seht ihr so ein paar Gilden-Sachen, also wo wir irgendwie Gilden-Runs gemacht haben oder so. Da haben wir gerade den Melee's Horde-Run, ich glaube mit 12 oder 13 Leuten gemacht. In 20 Minuten ist also ganz gut gelaufen. Da haben wir unseren Rekord um 10 Minuten verbessert. Und wir waren weniger Leute. Also, ja doch, das war ganz cool. Und, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was mir so aufgefallen ist, an den Säulen mache ich mega mäßig wenig Damage. Ich weiß nicht warum, aber im Vergleich zu den anderen ist das vollkommen für den Arsch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ihr seht gerade zum Beispiel an den Steinen, da habe ich teilweise 9k gemacht, vom Boden aus so, ne? Das ist ja nicht verkehrt, so vom Damage her. Aber an den Säulen, ey, als ich gehört habe, was die anderen da gekloppt haben, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt. Haben die Säulen auch irgendeinen stark gegen Body oder so? Ich weiß es nicht, wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, danach wird noch ein bisschen Baum rankommen und so, ja, auf jeden Fall so ein bisschen Last Chance Content. Wir pollerten da so. Ja, ich habe ein bisschen was zum Ansprechen und zwar möchte ich mal drüber reden, ja, wie demnächst so der Content kommen wird. Also, ich habe mir da so ein bisschen was überlegt. Ihr habt ja mit Sicherheit festgestellt, dass ich in letzter Zeit ein bisschen mehr streame, also so für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Und ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen für mich entdeckt. Ich möchte keine Streams machen, wo ich einfach mal Frapser mache und dann nicht weiß, was ich machen soll und dann irgendeinen Random-Scheiß mache oder theoretisch drüber laber, was man machen könnte. Auf so welche Streams habe ich auch keinen Bock, denn ich möchte auf jeden Fall Content liefern. Ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, ich habe jetzt X-Fossi bald soweit, dass der 105er Bogen haben muss oder die Rüstung haben wir. Die muss ja auch noch zur 105er und so weiter. Also da haben wir ein bisschen was, was wir machen könnten, zum Beispiel. Und ich habe mir dann überlegt, dass man diesen Content dann vom Stream dann wie gewohnt als Stream-Highlight hochlädt dann. Das heißt, es werden, ja, sag ich mal, ein paar mehr Videos kommen, hoffe ich zumindest. Je nachdem, wie sich das dann halt so einspielt. Aber das würde mir persönlich sehr viel Spaß machen, sage ich mal, ne? Also das Streamen allgemein, das hat doch so seine Vorzüge. Also ich mag das auf jeden Fall, dieses Live-Charakter und dann hast du da Leute, mit denen du dann die ganze Zeit reden kannst und so, beziehungsweise kriegst die ganze Zeit Fragen gestellt und so weiter. Das ist so doch ganz geil und ich habe mich darin ein bisschen so verliebt und das möchte ich eigentlich ganz gerne beibehalten. Und deswegen würde ich euch ganz gerne fragen, was haltet ihr davon? Ich mache ein paar mehr Streams, das heißt so auf jeden Fall regelmäßig einmal die Woche mindestens. Und lad dann den Stream als Highlight hoch, so zum Beispiel. Also, das, ich fände das ganz cool. Ich meine, die Stream-Highlights sind ja ganz gut angekommen, zumindest der erste. Ich glaube, beim zweiten war so ein bisschen, da hat den Leuten das Update nicht gefallen, was ich dann halt nicht verstehen kann, warum mein Video schlecht bewertet wird, wenn einem das Update nicht gefällt. Ja, die Logik dahinter muss man jetzt nicht hundertprozentig verstehen, aber ich denke allgemein, das kommt ganz gut an, da müsst ihr euch mal die Range reinziehen, ne? Ich war da 10 Kilometer entfernt und der trifft mich. Naja, obwohl das sieht ihr jetzt zeitversetzt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und naja, das Ganze dann so als Stream-Highlight. Ich, wie gesagt, ich habe da so ein paar Sachen, die man dann auf jeden Fall machen könnte. Und das wäre dann auch ganz cool und so. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. Aber, naja, das müsst ihr jetzt entscheiden. Was würdet ihr lieber haben? Momentan ist es ja auch so ein bisschen schwer wegen dem Sommerloch, sage ich mal. Viele sind in Urlaub, viele machen lieber andere Sachen in ihrer Freizeit, so Sommerferien und so. Das ist ja auch alles vollkommen verständlich. Nur man merkt es doch ganz stark an den Viewzahlen und so. Ich meine, Prios Battle ist jetzt nicht mal mehr auf 4000 Views. Klar, 3,5 oder 3,6 ist natürlich auch krass so, ne? Also da will man ja nichts gegen sagen. Nur es fällt einem doch auf, wenn die anderen Folgen 7000, 8000 Views haben und dann die dritte Folge, die man selber hochgeladen hat, jetzt nur noch 3, 5. Das fällt einem halt auf. Das ist nicht groß schlimm, aber
man stellt es trotzdem fest, so, ne? Und deswegen, was haltet ihr von Streams? Ich denke mal, das ist doch ganz cool. Und für die Leute, die halt dann nicht live sein können, für die mache ich die Stream-Highlights. Was ich mir da nur angewöhnen muss, ist dann direkt nach dem Stream am besten das Highlight-Video zu schneiden. Weil einfach, ich habe das gemerkt bei den Beta-Test-Stream, dass es doch ein bisschen schwer war, dann zu schneiden, weil man nicht mehr wusste, was war hundertprozentig alles drin und was war lustig oder was kann man reinnehmen oder sonst irgendwas. Aber das ist ja dann meine Sache. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was würdet ihr davon halten? Also mir würde es wirklich entgegenkommen, weil es mir einfach auch viel Spaß macht und ich denke einigen von euch auch. Ansonsten, ich habe auch mal überlegt, ich hole mir auf jeden Fall noch von Yaki so einen Befehl, dass ich mir diese Karten da holen kann auf dem Beta-Server. Und dann will ich mich mal in dieses fette Baummonster da verwandeln. Jotun Trim. Oder dieser Krieger oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Aber den werdet ihr jetzt gerade sehen oder wie wir den gekillt haben. Der ist riesig und man kann sich in den verwandeln. Ich will das auf jeden Fall mal im Beta-Server machen. Und das werde ich dann natürlich auch live streamen. Aber ja, erstmal muss ich den Befehl da bekommen. Und ansonsten, bewerten nicht vergessen. Ja, bewerten wäre toll und auf jeden Fall auch einen Kommentar. Da weiß ich, was ihr so wollt. Und dann würde ich sagen, das war's für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.